herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge von Let's Play Tomodachi Live. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu der Premiere um 18 Uhr. Ja, jetzt war letzte Woche E3, deshalb kam da nicht viel Tomodachi Live. Jetzt ist E3 vorbei, jetzt geht's wieder regelmäßig weiter mit Tomodachi Live. Und es gebe bekannt, dass ab jetzt auch täglich Animal Crossing New Leaf kommen wird. Nicht täglich, sondern pardon. Also das, wie das jetzt zwei täglich, also zwei, also dass ich mich jetzt für einen zwei Tage Rhythmus entschlossen habe, alle zwei Tage kommt Tomodachi Live immer abwechselnd mit Animal Crossing New Leaf. Also zum Beispiel heute, wenn ihr das seht, wenn es das veröffentlicht, dann dürfte der 15.06. sein, der Samstag, war das, ihr dreht vorbei, da kommt Tomodachi Live. Das heißt, morgen am Sonntag um 18 Uhr kommt Animal Crossing New Leaf. Und Montag kommt wieder Tomodachi Live. Also wechselt es quasi immer ab. Am einen Tag Tomodachi Live, an anderen Animal Crossing New Leaf. Heißt darum, dass Animal Crossing New Leaf jetzt auch nicht mal als Livestream kommt, sondern als Premiere. Abgesehen von den Community-Parten, da muss ich nochmal schauen, wie ich es dann mache. Aber das ist jedenfalls der Plan, dass ich das immer abwechselnd mache. Also dass es ab jetzt nicht jeden Tag jetzt mehr Tomodachi Live bringen, weil es wäre auf Dauer langweilig, sondern eben alle zwei Tage. Denke mal, müsste auch gehen. Genau. Dann fangen wir doch gleich an und schauen, wie es unseren Bewohnern so geht. Wir haben ein paar neue Bewohner, die werden wir in den nächsten Part hinzufügen. Und oh, Sophie hat eine dicke Regenwolke hier über den Kopf, das scheint dann nicht gut zu sein. Dann schauen wir doch mal, wie wir da helfen können. Und ob wir helfen können. Was gibt's denn? Mein Bauch fühlt sich nicht besonders gut an. Der Bauch fühlt sich nicht besonders gut an. Uiuiui. Ja, dann müssen wir dir wohl Magenspray geben. Problem ist, sie haben kein Magenmittel. Und das ist Zeugs, das wir irgendwie nur von unserem Mies bekommen können. Irgendwas anderes, Badeset, Paratpfanne, Einwegkamera, Haarfärbespray, Hustensaft, nützt aber nichts beim Bauch. Da kann man dir nicht helfen, wir haben nichts. Mein Bauch fühlt sich nicht besonders gut an. Ich würde ja höchste Huften, Magenmittel geben, aber wir haben ja da keins. Und dann muss man das in dem Fall so stehen lassen. Sobald die es ans haben, geben wir es dir. So, dann gehen wir mal hier von oben nach unten durch und schauen, was meine Mies hier für. Schön, dass du hier bist. Ja, was die von mir wollen. So, fangen wir mal an hier. Ich brauche einen neuen. Lissell braucht einen neuen Hut. Ah ja. Mal sehen, was es da so Tolles im Angebot gibt derzeit. Sternsonnenbrille. Strohhut, der passt zum Sommer. Davon nehme ich gleich mal vier Stück, weil die kann man immer dann mal wieder so verteilen. Diese Massen kaufen uns, wenn es droht, das ist ein Hut im Sommer, wenn man den anhat, dann macht man einfach nichts verkehrt. Wenn man zum See geht zum Beispiel, ein Freund von mir, der fährt immer zum See und der hat, also bekommt leicht Sonnenbrand am Kopf, ja, sowas gibt es. Und der trägt dann immer so einen Hut, damit er eben keinen Sonnenbrand an den Kopf bekommt. Deshalb ein Sonnenhut im Sommer ist nie verkehrt. Das könnt ihr wirklich immer anziehen. Und der müsste im Nachfall eigentlich auch, genau, zumindest nicht komplett, hier abneigend sein. So, man muss ganz gesund die Facecam können. Ich musste kurz ein Mini-Bisschen verrücken, weil die mir gerade ein Mini-Bisschen nicht gepasst hat, wie die eingestellt war. Aber jetzt passt das. So. Wunderbar. Haare sind schon wieder, ey. Wirklich, ich bin jetzt hier, wenn ich sowas aufnehme, komme ich meistens immer im Sommer irgendwie vom See oder so, wenn ich es danach aufnehme. Und dann sehen meine Haare richtig am Arsch aus. Und jetzt gerade August kommt nämlich auch vom See. Meine Haare sind einfach richtig am Arsch. So, das schläft der Kugi. Dann schauen wir doch mal, was da hier schläft, ne? Dann nennen wir den Part ist auch die Träume von Kuku. So. Das ist interessant, das haben wir jetzt mal so. Warum halten wir an? Was ist denn los? Sag mal, haben wir vielleicht den Ofen angelassen? Ich hab ihn ausgemacht. Ah, dann ist ja gut. Dankeschön.
Ich glaube, das ist Bongi, der Rest, oder? Also links ist Sophie, so viel kenne ich. Jetzt bin ich mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, das ist doch Spongy, ne? Was machen die hier? Ist ja höchst geheim hier. Und was ist jetzt? Ist es noch weit bis zur nächsten Einkaufsmöglichkeit? Jetzt klingelt mein Handy gerade. Perfekt. Aber da geht es gerade nicht dran, weil ich gerade mitten in der Aufnahme bin. Wieso müssten die immer anrufen, wenn es eine Aufnahme bin hier? Das ist ja nicht feierlich. Also die fahren hier irgendwo rum, keiner weiß wohin und um was es geht. Vielleicht finden wir das mal heraus. Wer weiß. Aber ich hab Wackelkopfpuppe erhalten. Ah ja. Oh, jetzt ist er aufgewacht. So ein Mist. Wir haben uns seit einer Woche nicht gesehen. Ich weiß, wir haben uns seit einer Woche nicht gesehen, das ist mir bewusst. Aber jetzt bin ich. Ach, du willst ja immer noch was hier, dann sag doch was. Soll ich das jetzt hier ahnen, oder wie? Guten Tag. Ja, auch nochmals gesagt, guten Tag. Ich brauche einen neuen Hut. Einen neuen Hut. Auch dir gilt, wir geben Strohhut, weil es ist Sommer. Im Sommer verteile ich Strohhüte. Das ist so, wie man Wintermützen verteilt, werden im Sommer Strohhüte verteilt. Und auch wenn die nicht wirklich gefallen, macht es wundert, weil ein Strohhut passt da eigentlich wirklich immer und zu jedem. Wirklich, jeder kann im Sommer mit einem Strohhut rumlaufen, das ist das Beste. Wenn ich jetzt im Sommer zum Beispiel Gamescom bin oder so, werde ich vielleicht auch mal mit einem Strohhut rumlaufen, wenn dann meine, oder bei meinem Sommerprojekt, was jetzt bald kommt, das sehen wir dann. Wollte ich es ja zumindest anbieten. So, was Neues zum Anziehen. Okay. Willkommen. Nee, aber ich finde das nicht schön, dieses Pöll. Das ist eigentlich nicht so. Muss ich ehrlich sagen. Nehmen wir mal einen Jogginganzug. Vielen Dank. Manchmal haben die wirklich interessante Kleidungsstücke hier, aber manchmal haben die auch erst nur gefühlt den letzten Rotz, ne? Oh ne, jetzt hier. Ja, der wird ja sein nicht gefallen und nix, wenn der Kombi mit dem Hut passt dann ist. Aber weißt du, bisschen Joggen tut gut. Ach, Sophie ist immer noch ihr Magenmittel. Ja, da kann man jetzt nichts tun. Spongy ist im Café. Jetzt haben wir doch mal ein Café vorbei und schauen, was da abgeht. Männertreffen. Dann schauen wir doch mal beim Männertreffen vorbei. Das ist ja das richtig legendäre Männertreffen hier im Café. Heftig. Ich auch. Mit zwei Springseilen. Ich wünschte, es würde mal was Spannendes passieren. Geht mir genauso. Geistert. Ich bin ziemlich sicher, dass ich in letzter Zeit zugenommen habe. Ist mir auch gleich aufgefallen. Oh. Ah ja, ist ja hier heftig. Ich habe neulich seltsame Stimmen gehört, aus dem Apartment von Kröte CSD. Aha. Du meinst diesen Krach neulich, mitten in der Nacht? Den Krach mitten in der Nacht, aha, was geht denn da jetzt hier ab? Übrigens, neulich. Und, nee, war nicht so wichtig. Uiuiui, was denn jetzt nie ab? Obwohl ich ständig übe, kann ich immer noch keine Laser aus meinen Fingern schießen. Kannst immer noch kein Laser aus den Fingern? Das ist natürlich, ihr seht es denn hier bei dem Männerstammtisch hier sehr kritische Themen, die besprochen wird. Wenn ein Lebensmittel wäre, was wäre er wohl? 3 Tage alter Paradiesapfel, hat er selbst gesagt. Boah. Eisbock, jetzt siehst du, jetzt weißt du Bescheid, was du als Gemüse wärst, als Lebensmittel wärst, wenn du eins wärst, ne? Ja, es würde was Aufregendes passieren, das wünschen wir alles.
wünschen wir alle. Wird bestimmt bald passieren. Noch Ereignis im Park ist Mittagsmarkt. Ich glaube, da waren wir schon mal. Aber schauen wir auch mal beim Mittagsmarkt. Ja, da waren wir doch neulich schon mal. Überall ganz fantastisch aus. Samba-Kleid. Komm, wir holen jetzt mal ein Samba-Kleid hier. Zwei Samba-Kleider. Vielen Dank. So, siehst du, so viel, jetzt haben wir ein Geschäft gemacht. So, jetzt haben wir als nächstes mal die Mina-Resten für heute an. Das ist auch super. Wir kommen bei den Mina-Resten um 1 Uhr. Die Giraffe Liron hat Garmakuf einen Besuch abgestattet. Die Präsenz des großen freundlichen Liron, die Giraffe. Alles klar. Hat ihn auf der Insel sehr beliebt gemacht. The fuck. Zum Ende der Woche auf der Insel. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Das ist nicht ernst gemeint, oder? Da krieg ich glatt gute Laune. Danke fürs Zuschauen. Ja, Liron, die Giraffe, wer kann's nicht? Und das waren die Mii-Nachrichten um 1 Uhr. Hashtag, wer kennt's nicht? Super. Ich bin begeistert. So, machen wir noch das schöne Ereignis am Brunnen und sammeln dir das Geld ein für heute. Ja? Also jetzt sind die Premiere heute wird auch nicht so lang. Ich sag ja, an manchen Tagen ist wirklich viel los, dann wird die wirklich länger. An manchen Tagen ist sie nicht viel los, dann dauert sie nicht lang. Ne? Und deshalb finde ich es eigentlich eine gute Idee, selbst alle zwei Tage zu machen, immer abwechselnd jetzt mit Animal Crossing New Leaf, sodass die beide Projekte eben noch schön weiterlaufen lassen. Und das kann man ja beide Projekte mehr oder weniger vergleichen. Irgendwas, ich überlege nochmal, vielleicht mache ich Animal Crossing New Leaf. Ich bin auch nicht ganz sicher. Vielleicht stimmt es auch noch. Ich überlege mir das noch. Ich mache auf jeden Fall jetzt morgen am Sonntag nochmal ein Tomodachi Live Part und bis dahin, also wenn ihr das seht, ist dann Sonntag und bis dahin habe ich dann überlegt, wie ich es mache. Und dann ab Montag, ab der nächsten Woche geht es dann neu los. Sprich, entweder ich mache es so, dass ich das alle zwei Tage mache oder ich werde Tomodachi Live weiterhin um 18 Uhr bringen und Animal Crossing New Leaf irgendwie immer um 20 Uhr die Premiere. Oder vielleicht auch vormittags mal sehen. Ich muss irgendwas überlegen, aber da werde ich schon eine gute Lösung finden. Bin ich sicher. So, das war's mit dem Part von Tomodachi Live. Im nächsten geht weiter. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ciao!